Heute steht die letzte Tagesetappe unserer Tour von Apulien nach Umbrien an. Früh losfahren fällt schon einmal aus, weil es morgens regnet, obwohl der Wetterbericht am Vorabend von 6 bis 9 Uhr Sonnenschein angekündigt hatte. Den ersten Bergrücken mit 350 Meter Höhenunterschied gehen wir noch sportlich ambitioniert an und freuen uns über eine lange Abfahrt. Unser heutiges Ziel ist der Agriturismo Borgo Pucciarella von Antonia und seiner Familie. Aber was ist eigentlich aus unseren Mitradlern Christa und Bernd geworden, mit denen wir vor 16 Tagen im Süden von Apulien gestartet sind? Vor 10 Tagen haben wir uns bei der Stauferburg Castel del Monte getrennt und sind jeweils eigene Wege gefahren. Die Idee war, dass Elke und ich eine Ostspange über den Gargano, die Adriaküste und schließlich über die Abruzzen nach Baschi fahren. Christa und Bernd wollten auf einer Westspange nach Campania radeln, dort die Amalfiküste, Capri und Neapel besuchen, dann weiter nach Rom und schließlich nach Baschi. Schon am zweiten Tag auf der Westspange trafen sie auf den Giro d'Italia, für den mehrmals genau die Straßen stundenlang gesperrt waren, auf denen Christa und Bernd fahren wollten. Es waren sicher interessante Einblicke in den Giro-Alltag, hat aber auch einen beträchtlichen Zeitverzug gebracht. Tutto pronto. Buongiorno da Milan. Bahrain victorious. Neben dem Giro d'Italia war der Regen der ständige Begleiter unserer Radlerfreunde. Das hat der geplanten Westspange endgültig den Rest gegeben. Auf unserer heutigen Schlussetappe gibt es wenig Spektakuläres zu sehen. Es ist vor allem ein Wettlauf gegen die dunklen Regenwolken. Am späten Vormittag kommen wir in der hübschen Kleinstadt Acqua Sparta an und haben heute noch knapp 40 Kilometer zu fahren. Danach folgt eine längere Strecke auf einem Hochplateau. Die Regenwolken ringsum werden immer dunkler. Es kann jeden Augenblick losgehen. Auf freiem Feld finden wir Zuflucht auf der überdachten Terrasse eines Wohnhauses, wo wir bleiben dürfen, bis das Regenband vorbeigezogen ist. Als Medizin für den bevorstehenden Kampf gegen den Regen bekommen wir sogar einen Espresso spendiert. Es kommt nicht so schlimm wie befürchtet und wir fahren weiter. Zwischendurch erfahren wir, dass Christa und Bernd bereits mit dem Zug aus Neapel in Orvieto angekommen sind. Auf den letzten 17 Kilometern zum Borgo Pucciarella werden sie richtig eingenässt. Es folgt der 10 Kilometer lange Anstieg auf den höchsten Punkt unserer heutigen Etappe. Nur 63 Kilometer, aber 1200 Höhenmeter stehen heute auf dem Programm. Die letzten Kilometer bis zum Bergsattel finden wir uns auf einer üblen Schotterpiste wieder. An Fahren ist kaum zu denken. Du bist ja noch ein bisschen der Wanderer.
nicht mehr drauf an dem. Da wäre ja vielleicht halt fast geblieben. Ja, dann schiebst du mal bitte weiter. Ich bin am Ende meiner Kräfte und die Zeit läuft uns davon. Das Glück, als wir endlich 771 Meter Höhe erreicht haben, hält nur kurz an. Was ist? Müsst ihr schieben? Bitte? Ja. Ich muss akzeptieren, dass auf dem groben Schotter auch bergab für Elke auf 3 Kilometer Schieben angesagt ist. Ui. Ja, Wahnsinn. Da zwischendurch mal fahren vielleicht? Ja. Also es geht jetzt wirklich darum, bei Helligkeit anzukommen. Ja, komm jetzt nicht jammern. Da nützt dir der Asphalt auch nichts, wenn du dann bei Dunkelheit dort unterwegs bist. Also hier kannst du fahren. Also definitiv kannst du hier fahren. Geht doch gut. Ja, das ist ja langsam und vorsichtig, aber das geht doppelt so schnell wie schieben. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit verschiebt sich immer weiter nach hinten, je länger ich nicht fahren kann. Kilometer, dann ist Asphalt. Elke, bitte, bitte, es ist 7:45 inzwischen. Schau mal hier, hier, da kannst du fahren. Hier kannst du fahren. Mich regt es auf. Zu allem Überfluss löst sich beim Schieben auch noch die Sohle von meinen Fahrradschuhen. Doch, du glaub mir jetzt einmal irgendwas. Aber schließlich treffen wir auf Asphalt. Nur 10 Minuten später erreichen wir bei Einbruch der Dunkelheit das Borgo Bucciarella. Hallo. Da vorhin ein Auto, das wird der Antonio sein. Buonasera! Buonasera! Ben arrivati, welcome! Hallo. Salve, Simone! Hallo, Simone! Siamo qui l'anno scorso, no? Sì. Come va? Ja, sehr gut. Una bella passeggiata, eh? Va! Faticosa! Antonios Vater und Bruder, die für uns Pizza besorgt haben, kommen auch gerade an, als wir auf dem Hof eintreffen. Christa und Bernd sind schon 3 Stunden vor uns angekommen. Wir haben es geschafft! Also wir. Aber noch besser als Antonio. Vor einem Jahr sind wir über 1300 Kilometer von unserer fränkischen Heimat nach Baschi gefahren. Und heute haben wir von Apulien aus nach knapp 1200 Kilometern Baschi wieder erreicht. Am nächsten Morgen überrascht uns Antonios Mutter zum Frühstück mit frischen Eiern von den eigenen Hühnern. Und nach dem Frühstück taucht Antonio mit einem Gipsarm auf. Er hatte vor 10 Tagen einen Betriebsunfall. Bei der Feldarbeit wurde er von einer Biene gestochen. Dadurch verlor er im steilen Gelände in einem Olivenhain die Kontrolle über seinen Traktor
und dieser überschlug sich. Das ist jetzt unser dritter Besuch im Agriturismo Borgo Pucciadella. Wir sind fast schon Stammgäste. Aber manches ist diesmal anders als bei den beiden vorherigen Besuchen. Natürlich darf bei einer Reise nach Baschi auch ein Ausflug in den Ortsteil Civitella del Lago nicht fehlen. Das Dorf liegt hoch oben auf einem Berg und bietet einen grandiosen Blick auf den Tiberstausee. Aber der Sonnenuntergang am Belvedere mit Aussicht auf den Tiberstausee und die Bergketten von Latium, Umbrien und der Toskana fällt diesmal aus. Das Dorf ist in dichten Nebel gehüllt. Wie schon im letzten Jahr hat Antonio für uns einen Tisch in der Osteria d'Azio Cenzio reserviert. Dass wir diesmal nicht draußen sitzen können, tut unserer guten Laune nach Abschluss unserer zweiten Fahrradtour nach Baschi keinen Abbruch, weil wir die Bilder vom Vorjahr noch in bester Erinnerung haben. Am Abreisetag müssen wir pünktlich um 6 Uhr morgens starten, damit wir unseren Zug am Bahnhof von Orvieto erreichen. Also lass rollen. Wieder einmal liegt der Wetterbericht vom Vorabend falsch. Es regnet ohne Unterbrechung. Aber was soll's? Wir kommen wieder! Ganz bestimmt! Jawohl! Hast du die Fahrkarte? Ja, aber ich muss mal meine Lenkertasche wieder raus und da habe ich die Fahrkarte drin. Die lasse ich mal jetzt drinnen. Da ist